Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde und Sympathisanten der AfD, heute möchte ich Ihnen ein kleines Update in Sachen Corona liefern und dabei beginne ich mit dem Leiter des Gesundheitsamtes in Frankfurt, Professor Dr. Gottschalk, der die Bundesregierung für ihren Umgang mit dem Coronavirus im Hessischen Ärzteblatt scharf kritisiert hat. Er verglich die Zahl der Todesfälle bei einer Corona-Infektion mit der bei Grippe und Hitzewelle. Zitat: Eine Übersterblichkeit ist weder in der Gesamtbevölkerung noch in der Gruppe der Hochrisikopatienten zu verzeichnen. Zitat Ende. Das belegen auch die Grafiken, die Gottschalk auf Basis des Statistischen Bundesamtes erstellt hat. Ebenfalls sei die Schule kein Hochrisikoplatz. Zitat: Es gibt keine Hinweise, dass die schrittweise Wiedereröffnung der Schulen zu einer erkennbaren Zunahme der Infektionen bei Kindern und Schulpersonal geführt hat. Zitat Ende, sagte Gottschalk. Weiterhin sagte er: Bei niedriger Prävalenz sind die PCR-Tests häufig falsch positiv. Zitat Ende. Das heißt im Klartext, wenn viele Menschen ohne Symptome getestet werden, wird bei vielen Menschen ein positives Ergebnis rauskommen, obwohl sie überhaupt kein Corona haben. Das sind die sogenannten falsch positiven Testergebnisse. Auch sagte Professor Gottschalk, Zitat: Ein PCR-Test alleine sagt nichts über eine mögliche Infektiosität des Betroffenen aus. Zitat Ende. Das nächste Thema sind die Doppelstandards der Politiker, die während der Corona-Krise besonders sichtbar wurden. Wer sich als Asylbewerber mit falschen Angaben zu seiner Identität oder erfundenen Fluchtgründen in Deutschland tausende Euro an Sozialleistungen erschleicht, riskiert gar nichts, wenn er beim Schwindeln erwischt wird. Er geht straffrei aus und weil er nicht abgeschoben werden kann, lebt er auch weiterhin auf Kosten des Steuerzahlers, also auf unsere Kosten. Wenn jemand aber den falschen Namen im Restaurant angibt, droht ihm ein Bußgeld mit einer Mindesthöhe von 50 Euro. Merkel sagte dazu, Zitat: Falsche Personenangaben, das ist kein Kavaliersdelikt. Zitat Ende. Der CDU-Regierung in Schleswig-Holstein reichen aber die 50 Euro Bußgeld offenbar nicht aus, denn dort wurde eine Strafe von 1000 Euro beschlossen. Da fehlen einem doch alle Worte. Wir in Sachsen-Anhalt sind als einziges Bundesland nicht betroffen, weil es die Anwesenheitslisten nicht mehr gibt. Das liegt natürlich auch am starken Wahlergebnis für unsere AfD. Ein weiteres Beispiel für die allgegenwärtigen Doppelstandards im Land ist der Umgang mit den sogenannten Aha-Regeln und der Maskenpflicht. Nur weil Politiker der Altparteien von den Bürgern etwas fordern, heißt es noch lange nicht, dass sie sich selbst daran halten. Als erstes sehen wir den Möchtegern-Kanzler Armin Laschet. Für die Bürger heißt das weiter die sogenannten Aha-Regeln beachten, Abstand, Hygiene, Alltagsmaske, das ist immer noch das bewährteste Mittel, das wir haben. Ich sehe, dass die Mehrheit der Menschen die Maßnahmen akzeptiert und das Thema Sicherheit bei den meisten Menschen immer noch das Überwiegende ist. Und ich glaube, dass die Akzeptanz für die Maßnahmen umso höher ist, je mehr man mit Maß und Mitte agiert, je mehr man auch erklärt, warum man was jetzt macht. Weihnachtsmärkte ist eine Entscheidung, die letztlich in jeder Kommune fällt. Ich kann mir Weihnachtsmärkte vorstellen, allerdings auch da unter den klaren Bedingungen, Abstand und Ähnlichem. Bei der CDU in Sachsen-Anhalt sieht es ähnlich aus. Hier sehen Sie Christian Lindner bei einer Dinnerparty mit 300 Leuten im Mai vorm Berliner Nobelrestaurant Borchardt. Auch Annegret Kramp-Karrenbauer nimmt zwar auf dem Rollfeld eine Maskenlieferung entgegen, selbst eine tragen will sie aber nicht. Die Masken sind schließlich nur für das Fußvolk gedacht. Die SPD fordert einerseits eine bundesweite Maskenpflicht, hält sich aber selbstverständlich auch nicht daran, wie man auf der Wahlparty in Köln sehen kann. Zum Feiern waren den Damen und Herren nach der Wahlschlappe aber nicht zumute.
Wie Angela Merkel kürzlich sagte, kommen jeden Tag ca. 300 Flüchtlinge nach Deutschland. Darüber hinaus gibt es Sonderaktionen, bei denen wegen angeblich unzumutbaren Zuständen in Flüchtlingslagern zusätzliche Flüchtlinge nach Deutschland eingeflogen werden. Über so eine Sonderaktion berichtete ich in meinem letzten Video zu Moria. Dabei halte ich es für besonders verwerflich, wie die Deutschen von den Altparteien mit immer denselben Lügen getäuscht werden. Ich finde es abstoßend, wie das Mitgefühl der Deutschen ausgenutzt wird, um die Masseneinwanderung voranzutreiben. Jedes Mal wird erzählt, es würden nur hilfsbedürftige kleine Kinder, überwiegend Mädchen, nach Deutschland kommen. So wie im April. Sehen Sie selbst. Bei den 1000 oder 1500 Kindern, bei denen sich Deutschland jetzt zusammen mit anderen europäischen Partnern bereit erklärt hat, sie aufzunehmen, handelt es sich um solche, die entweder wegen einer schweren Erkrankung dringend behandlungsbedürftig sind oder unbegleitet jünger als 14 Jahre sind, die meisten davon Mädchen. Es geht um 1000 Kinder. Handelt es sich um solche, die entweder wegen einer schweren Erkrankung dringend behandlungsbedürftig sind oder unbegleitet jünger als 14 Jahre sind, die meisten davon Mädchen. Es geht um 1000 Kinder. Und mittlerweile ist auch der Flieger aus Moria gelandet. 3 Wochen, nachdem das Flüchtlingslager Moria auf der griechischen Insel Lesbos abgebrannt ist, sind in Hannover die ersten Flüchtlinge von dort angekommen. An Bord der Sondermaschine waren 139 Menschen. 51 von ihnen sind Minderjährige, die in dem Camp ohne Eltern oder Angehörige gelebt hatten. Sie sollen nun auf mehrere Bundesländer verteilt werden. Nach dem Brand auf Lesbos hatte sich die Bundesregierung bereit erklärt, bis zu 150 unbegleitete Minderjährige aufzunehmen. Aber es gibt auch einen kleinen Lichtblick. Die Polizei in Griechenland hat 35 Mitglieder sogenannter Nichtregierungsorganisationen angezeigt, da sie verdächtigt werden, als Spione und Schleuser gearbeitet zu haben. Die Beschuldigten sollen in über 30 Fällen gezielt Informationen weitergegeben haben, darunter Positionen der griechischen Küstenwache und Anlegepunkte vor Lesbos. Unter den Mitarbeitern der 4 Beschuldigten, Zitat, Hilfsorganisationen, Zitat Ende, sollen auch Deutsche sein. Eine der Nichtregierungsorganisationen wird dabei sogar aus EU-Mitteln finanziert. Diese skandalösen Verstrickungen deutscher Hilfsorganisationen und NGOs in Schlepperaktivitäten sind keinesfalls mehr hinnehmbar. Die Verstrickungen der NGOs führen bis in die etablierte Politik. Das erklärt auch, weshalb die NGOs so eine starke Rückendeckung bekommen. Beispielsweise ist Katrin Göring-Eckardt die Ehefrau des Vizepräsidenten des Kirchenamtes der EKD, Thies Grundlach. Dieser ist, man höre und staune, Betreiber des Schlepperschiffes Sea-Watch 4. Vielen Dank für Ihre geschätzte Aufmerksamkeit.